Gottes Gesetz ist das, was er nicht will, nicht was er nicht will, weil die Leute glauben. Also es war ein Kurs in der Uni, der angeboten wurde. Es war Kulturgeschichte der Fotografie. Und ich habe mir unter dem Kurs was völlig anderes vorgestellt. Aber das war dann halt total interessant. Also da habe ich halt die erste Lochkamera gebaut. Und da haben wir das eben alles ausprobiert, erklärt bekommen und eben so den geschichtlichen Hintergrund dazu. Und dann war ich total Feuer und Flamme dafür. Und gleichzeitig hatte ich halt im Hinterkopf, dass ich immer mal bei Düsseldorfs Artig mitmachen wollte. Aber nie wusste, in welcher Sparte, weil ich mich eigentlich für alles interessiere. Also ich irgendwie wusste ich halt nie, wo gehöre ich jetzt ganz hin. Dann dachte ich, das ist eigentlich das perfekte Projekt, um jetzt einfach mal da mitzumachen und sich einer Sparte irgendwie zuzuordnen. Und ja, das macht halt auch viel mehr Spaß, finde ich, als einmal abzudrücken und dann zu überlegen, ob es jetzt gut oder schlecht war. Das ist das Einzige, was zu sagen hat.